Lissabon, die Hauptstadt Portugals, liegt im Westen der Iberischen Halbinsel, nördlich des Tejo. Im 16. und 17. Jahrhundert galt sie als zweitreichste Stadt der Welt nach Venedig. Dem bereitete das verheerende Erdbeben am Allerheiligentag des Jahres 1755 ein abruptes Ende. 85% der Stadt wurden zerstört. Große Teile der Oberstadt und das Rotlichtviertel Alfama blieben verschont. Die Tour durch Lissabon startet in der Unterstadt an der Praça do Comércio und führt über die Seekathedrale hinauf zum Castelo de São Jorge. Über die nördliche Unterstadt mit der Praça de Figueira geht es dann zur westlich gelegenen Oberstadt und über die Ruinen des Convento do Carmo wieder zurück zum Rathaus. Über die Hafenanlagen erreicht man den westlichen Vorort Bilai mit seinen Welterbestätten Torre de Bilai und dem Hieronymitenkloster. Nördlich davon, im Stadtteil Axuda, liegt die ehemalige Residenz der Könige von Portugal. Östlich der Stadtmitte liegen mit dem nationalen Pantheon und dem Gelände der Expo 98 weitere Sehenswürdigkeiten. Da, wo sich bis 1755 an der Wasserfront ein königlicher Palast mit einer der umfangreichsten Bibliotheken Europas befand, erstreckt sich heute mit der Praça do Comércio der schönste Platz der Stadt. Die Reiterstatue in der Mitte zeigt den König Dom José I., der zur Zeit des Erdbebens herrschte. Von der Unterstadt führt ein schöner Weg über die schmucklose, aber älteste Kirche Lissabons, die Seekathedrale, durch den Stadtteil Alfama hinauf zum Castel São Jorge, welches bereits diversen Herrschern diente, Römern, Westgoten, Mauren und schließlich Portugiesen. Unterhalb des Castells markiert die Praça da Figueira das nördliche Ende der Unterstadt, die nach dem großen Erdbeben durch den Marquês de Pombal komplett neu schachbrettartig angelegt wurde. Hier beginnen auch die Stadtrundfahrten per Bus, Tuk-Tuk oder den alten roten oder grünen Straßenbahnen. Westlich anschließend liegt die Praça do Rússio mit ihren beiden barocken Brunnen. Das nördliche Ende des Platzes wird dominiert vom Teatro Nacional. Direkt daneben liegt der Lago de São Domingos mit der Dominikanerkirche. Lissabons prächtigstes Großkino, 1931 im Stile des Art Deco an der Praça dos Restauradores errichtet, wurde nach Leerstand zu einem Hotel umgebaut. Vom Platz aus führt die Kabelbahn hinauf zum Miradouro de São Pedro de Alcântara in der Bairro Alto, der Oberstadt, einem der schönsten Aussichtspunkte der Stadt. Im Süden wird die Oberstadt vom Praça de Camões begrenzt. Der schönste Weg wieder zur Unterstadt führt über die Casa do Ferreira das Tabuletas und die Ruine des Convento do Carmo. In der gotischen Kirche, die beim Wiederaufbau Lissabons zur Erinnerung an das Beben in ihrem ruinösen Zustand belassen wurde, finden im Sommer klassische Konzerte statt. Die Verbindung zur Unterstadt stellt der Elevador de Santa Xuxa, ein von Gustave Eiffel inspirierter neogotischer Personenaufzug in Stahlkonstruktion. Das Rathaus unweit des Praça do Comércio ist ein guter Ausgangspunkt für einen Ausflug in den westlich gelegenen Vorort Bilai. Auf dem Weg dorthin passiert man die futuristisch elegante Firmenzentrale des Stromkonzerns Energias de Portugal sowie Hafenanlagen mit Kreuzfahrtterminal. Westlich der Brücke des 25. Aprils erstreckten sich die Stadtteile Bilai und Axuda. Auf den Hügeln am südlichen Ufer des Tejo thront die 28 Meter hohe Cristo Rei-Statue. Von Bilai aus starteten die portugiesischen Abenteurer im 15. und 16. Jahrhundert ihre Seereisen ins Ungewisse. Vasco da Gama auf der Suche nach dem Seeweg nach Indien und Magellan zur Weltumsegelung. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 500. Todestags Heinrich des Seefahrers wurde 1960
am Ufer des Tejo das monumentale Entdeckerdenkmal mit seinen 32 Figuren, die von Heinrich angeführt werden, eingeweiht. Da Bilei beim großen Erdbeben ziemlich verschont blieb, befinden sich hier noch einige ältere Sehenswürdigkeiten wie der Torre de Bilei, der ursprünglich 1520 fertiggestellte Verteidigungsturm, ist heute eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Lissabons. Erst 1993 wurde das moderne Kulturzentrum von Bilei eröffnet. Der riesige Komplex beherbergt neben einem Schauspiel- und Konferenzzentrum seit 2007 das Museum Colesao Berardo für zeitgenössische Kunst. Das Hieronymitenkloster wurde zu Ehren Vasco da Gamas errichtet und steht als Meisterwerk manuelinischen Stils auf der Welterbeliste der UNESCO. Das Ehrengrab des Seefahrers steht unter der Empore in der Klosterkirche Santa Maria de Bilei, also Heilige Maria von Bethlehem. Der Zugang erfolgt über das prächtige Südportal. Durch den vorgelagerten Park kommt die reich verzierte Kalksteinfassade des Klosters richtig zur Geltung. Im Park ist die Fonte Luminosa, der Regenbogenbrunnen. Dieser versprüht so feinen Wassernebel, dass sich in der davonwehenden Gischt Regenbogen bilden. Nördlich des Parks Alfonso de Albuquerque liegt der Palacio Nacional de Bilei. Das ehemalige Gästehaus der portugiesischen Königsfamilie ist mittlerweile ständiger Sitz des portugiesischen Staatspräsidenten. Die Residenz der Könige von Portugal, der Palacio de Achuda, liegt nur 1 Kilometer weiter nördlich und dient heute als Museum. Weitere Sehenswürdigkeiten Lissabons sind in den östlichen Vororten zu finden. Die Barockkirche Santa Engracia, die nie als Gotteshaus genutzt wurde, dient heute als nationales Pantheon. Begraben sind hier einige Staatspräsidenten, Schriftsteller oder auch der Fußballspieler Eusebio. Auf einem 50 Hektar großen, heruntergekommenen Hafengelände, den Docker de Olivais, fand die Weltausstellung 1998 statt. Dafür wurde extra der neue Bahnhof Gare du Oriente angelegt. Heute wird das populäre Ausstellungsgelände unter dem Namen Park der Nationen vermarktet. Am nördlichen Ende des Expo-Geländes entstand der 145 Meter hohe, segelförmige Torre de Vasco da Gama mit angeschlossener Seilbahn am Ufer des Flusses. Der Atlantische Pavillon ist heute Veranstaltungs- und Konferenzhalle. Der Ozeanpavillon beherbergt das größte Indoor-Aquarium Europas. Extra für die Expo 98 wurde auch die Vasco da Gama-Brücke errichtet, die damals mit 17,2 Kilometern längste Brücke Europas. Die ehemalige Stierkampfarena Campo Pequeno im Norden Lissabons ist heute Kultur- und Einkaufszentrum. Weithin sichtbar sind die markanten Wohn- und Geschäftstürme Torres das Amoreiras im Nordwesten der Stadt. Nordwestlich davon erstreckt sich der erst im 18. Jahrhundert errichtete Aquädukt, wo um 1830 der Massenmörder Diego Alves sein Unwesen trieb. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Das war der Reisekanal unterwegs in Lissabon. Bis zum nächsten Mal. Adeus.